Die Eisbären Berlin unterliegen die Thomas Sabo Ice Tigers in der O2 World mit 2:5. Neben mir steht einer der Torschützen aus Sicht der deutschen Meister, das ist TJ Müller. TJ, eine bittere Niederlage heute. Woran lag es, dass wir diese Siegeserie nicht aufrechterhalten konnten? It was just a couple of mistakes we made that we don't usually make. We've been playing better the last couple of games and we wanted to build on that. Unfortunately, they capitalized whenever they had some chances. We thought maybe we could have had a little bit better fate, but we had a lapse for about 5 minutes and they capitalized. TJ meinte, ja, es ist enttäuschend, dass wir diese Siegerserie nicht fortsetzen konnten. Wir haben in den letzten paar Spielen sehr gut gespielt. Diesmal, es war ein 5-minütiger Blackout im letzten Drittel. Es war halt so, dass wir diese Fehler gemacht haben und man muss Kredit geben zu den Ice Tigers. Die haben Kapital daraus geschlagen und von deren Chancen haben sie die Tore gemacht. Wir haben noch 3 Spiele, also unabhängig von wie Krefeld und Hamburg spielt oder wie diese Spiele ausgehen. Wir sind noch in diesem Rennen, in diesem ganz wichtigen dritten bzw. vierten Platz, was der Heimrecht für das Viertelfinale anmacht. Wir haben noch die Spieler jetzt gegen München und Straubing. Was müssen wir unbedingt machen? Sollen wir uns vielleicht mal nicht zu sehr unter Druck setzen lassen? Einfach unser Spiel einfach machen? Wie geht man da voran? Was können wir erwarten? I mean, we just need to play how we can. We need 20 guys. We kind of control our own fate here, so... We need 6 points, and nothing less is going to get it done, and it's unacceptable if we don't get it. So we need everybody, and we need to be sharp for 60 minutes. TJ sagt, wisst ihr was, wir müssen sharp sein, wir müssen fokussiert sein, wir brauchen diese 6 Punkte. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Home Ice Advantage bekommen. Und wozu braucht man was da? Naja, wir brauchen 20 Guys. Dass die gesamte Mannschaft fokussiert, hart arbeiten und spielen, wie wir spielen können. Und wenn wir das hinhauen, dann sind diese 6 Punkte hoffentlich unseren. Die sind ganz, ganz wichtige Punkte und niemanden will irgendwelche Punkte liegen lassen. Once again, sorry about the defeat, bud, but I'm sure the next one's just around the corner. Thank you very much for your time, TJ Mullock. All right, thanks.